King Kong greift meine Stadt an. Kann ich es schaffen, ihn aufzuhalten? Guck dafür das Video bis zum Ende. Guten Morgen, Welt! Hallo, Leute, was geht? Guckt mal, ein schöner, neuer, sonniger Tag. Aber wieso ist denn die Stadt so leer gepustet hier? Sag mal, dieser Automat hier, der Geldautomat scheint auch nicht zu funktionieren. Wieso? Da ist doch einer. Cooper, Cooper, alte Kiste, was geht ab? Wo sind denn die ganzen Leute hier? Ist ja gar nichts los. Alter, sei doch mal leise, Mensch. Noch nicht so laut. Wieso nicht so laut? Was? Wieso? Hier ist doch kein... Wir stören doch niemanden. Was ist los? Hier ist doch gar keiner. Hast du es einfach noch nicht gehört, oder was? Wie? Was gehört? Was soll los sein? Der riesige Affe King Kong ist ausgebrochen. Alter, gefährlich. King Kong ist ausgebrochen? King Kong ist doch erfunden. Den gibt es doch in echt gar nicht. Sag mal, du hast ja gar keine Ahnung. Oh doch, der zerstört die Nachbarstadt. Du musst da hinkommen und helfen. Los. Die Nachbarstadt wird angegriffen von King Kong? Okay, wo finde ich denn die Nachbarstadt? Welche meinst du? In welche Richtung soll ich laufen? Sag mir. Ich sag dir nur, wenn die Leute Like da lassen auf dem Video. Los, Leute, liked jetzt. Ey, Leute, tut mir mal den Gefallen, liked das Video und abonniert den Kanal. Dann würdet ihr mir sagen, in welche Stadt ich muss, ja? Also ich will nicht, dass meine Stadt hier auch angegriffen wird. Sag mal, das kann nicht sein. Okay, danke, Leute. Pass auf, du musst nach Newtown. Newtown? Alles klar, diese Richtung. Okay, und wie soll ich den dann angreifen oder zerstören? Ich meine, wenn du sagst, King Kong ist riesig, dann kann ich doch auch nicht gegen den ankommen. Was soll ich machen? Ich habe doch keine Chance. Soll ich den anpusten oder was soll ich ihn treten? Da denkt er sich, was das denn für eine Fliege? Ich habe hier eine Geheimwaffe, die kannst du haben. Wow, korrekt. Danke, was ist das? Kannst du mir das erklären? Ist das ein Fernglas? Pass mit dem Ding bloß auf. Du kannst es ja mal ausprobieren, aber bitte nicht hier. Okay, nicht hier ausprobieren. Oh Gott. Hä? Wieso leuchtet da ein roter Punkt neben dir? Was ist denn das für ein Geräusch? Was ist... Wow, um Gottes Willen, ist das ein Raketenschauer? Um Gott, nein, es tut mir leid. Oh nein, Leute, ich habe Cooper. Oh Gott, Cooper wird einfach zerstört. Nein. Ich muss jetzt schnell nach Newtown und King Kong aufhalten. Und hoch hier. So, zack. Was, Leute? Guckt euch das mal an. Einfach die Stadt, die brennt einfach da vorne schon. Da hinten muss King Kong sein. Guckt euch das an, Alter. Wie krass ist das denn bitte? Was ist das denn da oben? Wieso ist da ein UFO da oben? Sind hier noch mehr UFOs? Da sind noch mehr UFOs. Okay, warte mal. King Kong sehe ich jetzt das erste auch nicht. Willst du mir also sagen, ich muss die UFOs alle einstürzen lassen, damit King Kong rauskommt? Wahrscheinlich. Oh, ja. Gut, dass ich ein Jetpack habe. So, zack. Und geht das UFO jetzt davon kaputt? Es kippt. Oh Gott, es kippt. Drauf hier auf den Kran. Nein, nein, Alter. Oh mein Gott, das UFO kippt. Ich muss hier runter. Ich schnell mit dem Jetpack. Bam. Das UFO ist da einfach gerade reingecrashed. Was? Okay, warte mal. Das heißt, ich muss alle UFOs einmal zerstören. Wo ist noch eins? Da drüben sind noch drei Stück. Das kriege ich hin. Okay, Leute, das nächste. So, zack, aktiviert. Und jetzt runter, hier runter, hier runter. Hier. Auf den Lambo, auf den Lambo, auf den Lambo. Oh, ah, um Gottes Willen. Okay, und ja, das UFO ist abgestürzt. Ja, da vorne ist abgestürzt. Sehr gut. Dann machen wir mal hier kurz mit Lambo Angriff auf das nächste UFO. Und zwar, zack, ja, bam, raus hier in der Luft schnell und hier raufhauen. Reicht das? Es reicht. Wow, es stürzt einfach auf mein Dach. Halten, halten, halten. Festhalten! Oh Gott, jetzt bin ich im Wasser. Und das UFO haben wir auch kaputt gemacht. Sehr gut, es ist hier nur noch ein einziges und das ist da hinten. Wow! So, und auch hier hochgeflogen. Zack! Deaktiviert, Leute. Jetzt muss King Kong auftauchen. Oh Gott, da kippt das UFO einfach um und bam! Crash hier in die nagelneue Autobahn rein, verdammt! Ich frage mich jetzt, ob da irgendwelche Aliens rauskommen, aber es sieht nicht so aus. Okay, jetzt müsste King Kong angeblich hier in der Stadt sein. Wir können mit dem Jetpack ein bisschen rumfliegen und gucken. Vielleicht hier drüben irgendwo. Netter Affe. King Kong, hört ihr was? Seht ihr? King Kong, da ist er! Um Gottes Willen, guckt euch an, Leute! Da ist er! Er steht da! Warte mal. Wie mache ich das jetzt? Oh mein Gott, er macht irgendwas! Er schreit! Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss mir erstmal ein Herr der Lage werden. Erstmal einen Überblick schaffen. Oh Gott. Wow, was macht der, Leute? Oh mein Gott, er hat den Helikopter in zwei geteilt. Oh Gott, er kommt noch auf mich zu. Er soll dann durchdrehen. Ich wollte mir hier noch nur kurz was angucken. Laufen und schnell runterspringen. Ihr Leute, weg hier vor dem. Oh mein Gott, guckt euch an, wie gruselig der aussieht. Er läuft los. Was mache ich am besten? King Kong. Vielleicht kann ich ihn auch einfangen. Ich meine, King Kong ist doch eigentlich, der will doch bestimmt eigentlich nichts Böses machen, ihn direkt zu töten, wenn ich das überhaupt schaffen würde. Also, das weiß ich nicht. Aber ich könnte versuchen, ihn einzufangen. Netter King Kong. Sieht er mich hier? Oh Gott, ich glaube, ja. Ich muss mal meinen Kollegen bei der Navy anrufen. Alter, das Auto hängt hier einfach gerade fest. Und wo ist King Kong jetzt? Ich wollte hier gerade nochmal gucken. Ich soll nämlich einen Standort durchgeben. Da oben ist er drauf. Was? Mitten auf dem Gebäude. Das kann ich nicht glauben. Guckt euch an. Er macht das ganze Haus da oben kaputt. Da brechen die Teile runter. Okay, warte mal. Das ist meine Chance, ihn da oben jetzt zu greifen. Mit dem Helikopter und einem Seil. Das könnte funktionieren. Wow, was macht der, Alter? King Kong ist ja völlig am Durchdrehen, sag mal. Auf einmal springt er da runter aus dem Nichts.
oh Gott, was soll ich denn noch machen? Ich muss irgendwie neben ihm landen. Wow, okay, King Kong. Jetzt war's. Das wird hier erstmal hier betäuben. Oh, aufpassen. Oh, die Häuser. Aufpassen, sag mal. Oh mein Gott. King Kong unten macht alles kaputt. Guck mal, wie das hier brennt bei dem. Der lässt das ganze Haus da einschützen. Guck mal, wie das da brennt jetzt. Alter. King Kong haut alles weg. King Kong haut die ganzen Gebäude kaputt. Wie, der ist ja völlig am Durchdrehen. Da, die ganzen Gebäude. Er schlägt alles Schrott. Hier, das Hochhaus. Er hat's gleich durchtrennt. Jetzt werden wir mal ganz kurz so ein ganzes Hochhaus durchtrennt. Oh mein Gott, der steht mitten im Feuer. Guckt euch das an, Leute, wie krass das bitte aussieht, wie er da im Feuer steht. King Kong, du wirst aufgehalten, hast du verstanden? Hier, guckt euch das an, Leute, wie es einfach brennt. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten so jetzt raus hier. Okay, ich bin auf King Kong drauf, auf seinem Kopf drauf. Blöder Affe, King Kong. Oh mein Gott, er sucht mich. Er checkt nicht, dass ich auf ihm drauf bin. Naja, ist ja gut, ich geh runter. Weg hier. Okay, das ist mein Helikopter, der könnte doch fliegen. Ich muss nur ein Seil... Nein, er hat meinen Helikopter weggetreten. Verdammt. Jetzt hat er meinen Helikopter falsch weggetreten. Warte mal, kann ich nicht den Helikopter... Ich kann den Helikopter fliegen. Okay, warte. Raus hier. Okay, warte mal, ich kann den Helikopter fliegen. Da ist er. Ich muss ein Seil nehmen und dann... Er haut hier alles um sich, sag mal. Oh mein Gott, er kommt. Warte mal, er hat den Helikopter, oder? Er hat den Helikopter halb im Bein stecken. Kann ich damit auch fliegen? Wow! Oh Gott, das will, sag mal. Der rastet ja völlig aus. Jetzt hat er einfach einen Helikopter im Bein. Ich musste mir einen neuen Heli holen. Neuer Heli ist am Start, Leute. Jetzt muss ich einfach nur noch sein... Hier verbinden mit dem Heli. Komm schon. Stopp. Okay, es reicht. Verbinden mit ihm. Komm schon. Ja, mit King Kong verbinden. Los. Hier unten Heli verbinden mit King Kong. Da kommt schon. Mit dem Fuß hier. Komm. Irgendwie einfach nur mit King Kong. Einmal jetzt. Das reicht. Schnell, bevor er... Ja. Okay, ich häng dran. Und wegfliegen. Oh mein Gott. Okay, vorne mein Cockpit ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber wir haben ihn am Seil. Sehr gut. Und jetzt einfach nur wegfliegen. Komm schon. Bringt das was? King Kong, ich kann nicht wegziehen. Ja, Alter, guck dir mal das an. Das Seil einfach, Alter. Ich hänge einfach am Seil. Oh mein Gott, er zieht mich wieder runter. Ich muss raus. Oh mein Gott, der Heli, King Kong zieht gefühlt an dem Seil dran. Sag mal, was soll das denn werden hier, wenn es fertig ist? King Kong, bitte hör auf damit. Kann ich hier raus auf den Kran? Oh mein Gott, der Heli wird runtergezogen. Wow. Und da ist er. Er hat aber meinen Heli gerade runtergezogen, Leute. Was macht der, Leute? Guckt ihr euch an. Der ist ja wohl völlig am Durchdrehen. Kann ich nicht... Ich muss irgendwas machen. Irgendwie, wie ich ihn aufhalten kann. Hier, bringt das was, die Bäume anzuzünden? Nein. Warte mal. Ich habe einige krasse Waffen. Hier, die Shotgun. King Kong! Verlass hier die Stadt, hast du gehört? Guck mal, der brennt sogar gerade. Der hat anscheinend gar kein Schmerzempfinden mehr. King Kong, es tut mir leid, aber ich kann dich nicht einfangen. Ich muss dich töten. Okay, das geht auch nicht so ganz was. Dann vielleicht hier, machen wir den jetzt. Zack! Auf die Nase, ne? Das ist doch eine schmerzhafte Stelle da oben. Oh mein Gott, jetzt wird das hier auch noch zum Evil King Kong, oder was? Hier, TNT King Kong! Stirb! Ja, er ist zu... Oh mein Gott, er ist schon mal zu Boden gegangen. Sehr gut, aber... Oh, er hat Schmerzen. Er hat Schmerzen, Leute. Er hat Schmerzen. Schafft er es wieder aufzustehen? Oh, er hat Probleme. Oh, er will aber. Er hat Probleme. Er will wirklich aufstehen. Ich mach weiter. TNT rein. Ja, das war's mit dem King Kong. Er will aufstehen, Leute. Ihr seht das da. Ihr seht da, wie er um sich haut. Schafft er das? Er schafft es nicht. Weiter, TNT rein. Hier rein mit den Bomben. Los, King Kong. Du wirst aufgehalten. Du hörst auf, wie die Stadt zu zerstören. Oh Gott, Leute. Er stellt sich wieder hin. Oh Gottes Willen. Ja. Oh Gott. Was macht der? Der haut hier wirklich um sich, ne? Der hat echt Probleme. Also gefühlt kommt der da nicht hoch, ne? Er probiert alles. Rechts, links. Aber ich glaube, seine Beine haben schon so viel Schaden abbekommen. Der kann gefühlt kaum noch laufen. Und jetzt brennt auch noch sein Fell. Und er kann sich kaum löschen. Boah, das ist ein bisschen Sünde, Leute. Komm, ich versuche ihn zu löschen. King Kong, ich weiß, du willst eigentlich nur was Gutes tun. Warte mal, am besten. Ich habe hier irgendwo so ein Laubgebläse. Das hier. Das nehme ich. King Kong, ich helfe dir. Keine Sorge. Feuer löschen. Los. Du musst ruhig halten, King Kong. Sonst kann ich dich nicht löschen, Leute. Ey, das tut mir jetzt voll leid für den. Das ist doch auch nur so ein Affe. Der kann doch nichts dafür. Guck dir das an. Oh mein Gott. Und er macht aber trotzdem die Stadt kaputt. Wie soll ich den jetzt einfangen? Ich meine, der ist ja ganz klar geschwächt. Man sieht es ja. Aber wie soll ich den jetzt am besten einfangen? Ich kann ihn nur töten. Leute. Wollt ihr, dass ich ihn töte? Hashtag ja oder Hashtag nein in die Kommentare. Wow, jetzt heißt hier noch... Ich gehe aufs Gebäude hier. Der reißt hier wirklich alles ab jetzt gerade noch. King Kong, es tut mir wirklich leid. Ich muss dich angreifen. Ich kann es nicht anders... Ich kann nichts anderes tun. Ich muss dich angreifen. Sorry. Du hörst auf. Du hörst auf, hier die Stadt kaputt zu machen, Leute. So hier gemeinsamer Schaden. Ich sag euch, der hat da hier keine Chance, hier so lange durchzuhalten. Hier nochmal. Schön alles kaputt machen. Schön viel Schaden.
Oh, der brennt, ne? Der hat richtig Schmerzen. Ihr seht das auch schon an seinem Bauch, ne? Boah, jetzt haut der wild um sich. Jetzt wird er langsam richtig wild. Wie mache ich das am besten? Warte mal. Das fällt mir gerade ein. Kuba hat mir doch diese Geheimwaffe gegeben. Oh mein Gott. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Wenn das jetzt funktioniert. Okay, Geheimwaffe ausgewählt. Warte, nicht Laserschwert. Was ist das denn? Eine Laserwaffe? Könnte ich auch benutzen. Hier, Laserwaffe rauf da. Zack. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Schaden der Bruster bekommen hat da mit einer Laserwaffe. Der schmilzt ja richtig. Okay, sehr gut. Wo ist jetzt, oder die Lava-Waffe war es eher? Wo ist jetzt hier? Das hier. Okay, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt einmal ganz kurz auf den Kopf zielen. Ich weiß aber nicht genau wie. Ich würde was sagen, das ist der Kopf. Oh mein Gott, wir haben den Kopf getroffen. Und jetzt müssen Raketen kommen. Jetzt müssen Raketen kommen. Da kommen die Raketen, um Gottes Willen, Leute. Weg hier, Vorsicht. Ich fliege mit der Drohne mal hoch und guck mir das an. Da, guck dir das an. Bam! King Kong wird getroffen. Zack, die Raketen machen ihn, dass er sich in 1000 Teile auflöst. Leute, guckt euch das an. Von dem ist nichts mehr über. Was? 1000 Teile von King Kong. Der hätte gar keine Chance gehabt. Guck mal. Oh mein Gott, Leute. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich King Kong getötet habe, ne? Alter, wie krass ist das denn bitte? Das ist einfach nur noch ein krass großer Fleischhaufen. Affe. Okay, danke fürs Volltagen. Alles klar, ich hole mir noch mal ganz kurz was zu essen. Ich habe mich einen Riesenhunger. Oh Gott, und hier vorne ist auch, glaube ich, direkt ein Supermarkt. Mal gucken. Kommt hier was? Nö, alles gut. Was läuft denn so? Was los? Ah, oh Gott, hast du es nicht gesehen? Nee, wieso? Was soll ich gesehen haben? Hier ist doch gar nichts. Jumbo Josh greift die Stadt an. Lauf schnell! Jumbo Josh greift die Stadt an? Wer ist denn Jumbo Josh? Josh, das sagt mir gar nichts. Ich will einfach nur was zu essen kaufen, ehrlich gesagt. Yo, danke. Das war auf jeden Fall leckt. Wieso ist das Auto kaputt? Oh Gott, da kommt er wieder zurück. Und da oben, was ist das denn? Das ist Jumbo Josh, Leute. Guckt euch an. Wow, er macht da alles kaputt. Alter, der ist ja völlig am Durchdrehen. Der nimmt die ganze Tankstelle auseinander, Leute. Oh Gott, Jumbo Josh ist wirklich in der Stadt und macht hier alles kaputt. Warte mal, warte mal. Ich kann doch bestimmt auf den schießen. Ich hab doch... Oh Gott, der Laser. Oh Gott. Jumbo Josh, ich würde da aufpassen. Wow, das war knapp. Ich würde da aufpassen. Was willst du, Jumbo Joshi? Habe ich hier nicht irgendwo eine Pistole? Und, guck mal, selbst der Laser macht bei dem Arm gar nicht so viel. Und hier unten da der Laser an den Füßen. Guck mal, wie er da das Haus auseinander nimmt. Der ist ja komplett am Durchdrehen, der Typ. Okay, warte mal, ich brauche schnell mal... Warte mal, da kann ich hoch, da kann ich hoch. Da gehe ich lieber hoch. Jumbo Josh, netter Jumbo Josh. Alles gut, alles in Ordnung. Oh Gott, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich den auffallen kann. Lasst ein Like und auch ein Abo und schreibt bitte in die Kommentare, wie kann man Jumbo Josh aufhalten? Alleine hoch. Bitte! Hochfahren! Hochfahren, bitte! Mach nicht diesen! Warte mal, achso, hier. Hoch. Ja, geht das? Nein, geht nicht. Nochmal. Wow! Gott sei Dank, Leute. Gar nichts los, Jumbo Josh. Der soll mal unten chillen. Der hat nämlich gar keine Chance gegen mich hier oben. Hier oben bin ich safe. So, und angekommen. Sehr schön, Leute. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal von hier oben runter auf Jumbo Josh. Kommen wir hier raus? Kommen wir hier raus oder was? Kann ich bitte hier mal rüber? Ist hier eine unsichtbare Glaswand? Alles klar, kein Problem. Zufälligerweise bin ich Glasbaumeister, deswegen kann ich hier durch. Guck mal, da drüben laufen auch Leute auf dem Hochhaus und die haben auch schon Jumbo Josh gesehen. Aber wo ist er? Ich kann ihn gar nicht sehen. Warte mal, ich muss mal hier noch ein bisschen rüber gucken. Da ist er. Oh mein Gott, es ist so, sieht so aus, als würde er auf mich warten. Ich muss irgendwie überlegen, wie kann ich den aufhalten? Ich hätte noch eine Rakete. Ich schieße mal eine Rakete auf den. Warte mal. Und Feuer. Oh, okay, das war das Lockgebläse. Rakete, Rakete, Rakete. Wo bist du? Oh, hier und boom. Oh, okay, das macht ihn auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden. Schon mal sehr gut. Vielleicht kann man hier auch irgendwelche Rohrbomben auf den werfen oder was. Oh, hier eine Rakete, Rakete. Jumbo Josh, das war's mit dir. Komm schon. Boom. Aber macht starken Schaden. Ein bisschen ist kaputt gegangen, aber noch nicht genug. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wie ich Jumbo Josh aufhalten kann? Nein, aber ich habe mal gehört, King Kong zerstört jeden. King Kong, das heißt, du willst, dass ich den großen Affen hole, hier die Stadt locke und der soll dann gegen Jumbo Josh kämpfen? Ganz genau so, du Dummbeutel. Hey, nenn mich mal nicht so, sonst werfe ich dich hier runter. Okay, alles klar. Na gut, okay, dann müssen wir King Kong besorgen irgendwie. Landeanflug auf Flugzeugträger. Leute, ich habe King Kong gefunden und zwar wird er einfach von der Armee hier festgehalten. Und er macht hier alles kaputt. Die können anscheinend gar nicht mit ihm um. Wir müssen es irgendwie schaffen, ihn hier runterzubekommen. Ich frage mich nur, wie. Vielleicht ja mit einem großen Boot. Oh Gott,
Erstmal landen hier, alles gut. Oh Gott, da kommt King Kong. Was macht er? Yo, er geht unter Deck, lol, weil er uns nicht sehen will. Frag mich nicht wie, Leute, aber ich hab's geschafft, King Kong hierher zu verfrachten. Alter, das war auch eine Herausforderung, wirklich. So, wo ist Jumbo Josh, Leute? Der muss ja irgendwo sein. Wir müssen diese beiden Monster jetzt gegeneinander antreten lassen. King Kong, du sollst nicht mich verfolgen. Du sollst auf Jumbo Josh gehen, sag mal. Oh, hier fliegen sogar noch die Teile rum. Meint ihr, der findet mich, wenn ich hier drin in diesem leeren Laden bin? Was macht der? Der macht einen Salto. Der hat einfach so einen Körper gemacht. Wow, der kickt ja auch die Teile irgendwo hin, sag mal. Ja, das passiert. Der ist, glaube ich, auf einer Bananenschale ausgerutscht. Schau mal, der haut da einfach die ganzen Gebäude kaputt. Leute, ich muss Jumbo Josh finden, damit die gegeneinander antreten können. Irgendwo muss der doch sein. Jumbo Josh, komm sofort her. Wo ist King Kong jetzt? Wo ist King Kong? Ich habe ein bisschen Angst, dass der hier irgendwo durch die Gebäude geht. Jumbo Josh, komm doch rüber hier, alles klar? Netter Jumbo Josh, okay, korrekter Jumbo Josh. Wir müssen ihn nur zu King Kong bringen jetzt. Komm her zu mir, oder wo ist King Kong? Da ist King Kong. King Kong, ja, und los. King Kong, oh mein Gott, er hat ihn gesehen. Ja, kommt doch, ihr beiden gruseligen Monster, Leute. Um Gottes Willen, guck mal, wie die hier ankommen. Was wollt ihr jetzt gegeneinander kämpfen? Los. Was willst du, King Kong? King Kong, okay, Jumbo Josh, los, greif ihn an, mach ihn fertig, box ihn kaputt, los! Wow, und jetzt gegeneinander box, was? Was? Sind die fusioniert, die beiden, oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich dachte, die kämpfen jetzt gegeneinander. Also, so geht's ja nicht. So geht's ja nicht. Was? Wie, die kämpfen nicht? Was soll das denn werden? Guckt euch das an. Jumbo Josh hat sich hier oben auf dieses krasse Gebäude gerettet. Man sieht da unten kaum noch was, aber King Kong steht da unten. Oh mein Gott, Jumbo Josh. Oh mein Gott, springt er wirklich das Gebäude runter? Jumbo Josh springt, glaube ich, wirklich gleich das Gebäude runter. Er hält sich hier nur noch mit einer Hand fest. Und Jumbo Josh, bam, springt hier unten runter, um gegen King Kong zu kämpfen, oder was? Oder haben die beide es vielleicht auf mich abgesehen? Also, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob die vielleicht es auf mich abgesehen haben oder sowas. Aber irgendwie greifen die beiden sich nicht an. Guck mal, King Kong kann gefühlt durch den durchhauen, als wäre das eine attraktive Figur oder sowas. Die Autos, die crashen hier auch schon in die Gebäude rein. Ich muss irgendwas machen, jetzt gehen die beiden auch noch auf mich. Ich muss irgendwas, wow, die sind völlig am Durchdrehen. Und die sind auch schnell. Ich muss irgendwas machen, um vielleicht Jumbo Josh zumindest aufzuhalten. Ich meine, King Kong habe ich mir selber zuzuschreiben. Netter Jumbo Josh, hier. Warte mal, warte mal. Oh Gott, ausweichen hier. Ja, und jetzt auf Jumbo Josh. Macht das ein bisschen Schaden? Das hier vielleicht. Oh Gott, ich muss hier Raketen anbringen. Bomben, los, Jumbo Josh, explodier. Ja, 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 sehr gut. Das waren schon mal die Beine von Jumbo Josh. Und jetzt hier. Den letzten Rest. Buh, 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 buh. Ja, Junge. Okay, das hat besser funktioniert, als ich dachte mit so einer Bombe. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Jumbo Josh ist erledigt, aber King Kong... Guck mal von oben mit der Drohne. King Kong hat sein eines Bein verloren, ist auch erledigt. Ich glaub's nicht. Da wollen die fusionieren, aber so lass ich nicht mit mir spielen, Leute. Bam! Wir haben King Kong und Jumbo Josh komplett zerstört. Sehr gut. Man sieht hier auch noch die letzten Zuckungen von Jumbo Josh, Leute. Wir haben den einfach aufgehalten. Wie krass. Jumbo Josh versus 1000 km/h Zug. Mal gucken, wie krass er das überleben wird. Und was? Was? Yo! Der hat mit einem Bein der nimmt hier einfach den Zug komplett hops. Der hat mit einem Bein gerade den ganzen Zug, der 1000 km/h schnell ist, zum Stehen gebracht. Leute, wie krank ist der denn bitte drauf? Okay, ich frage mich noch, was der noch so kann. Gucken wir mal. Jumbo Josh versus Ramon. Hier mal gucken, wie gut er gegen so ein Auto ist. Und... Oh, Vorsicht. Hat Ramon da eine Chance oder ist irgendwie hier gar nichts los? Okay, alles klar. Nein! Oh Gott, Ramon wird komplett klein gehauen. Und er kommt hier angelaufen und will auch noch die anderen Autos kaputt trampeln. Wow! Guckt ihn euch an, Leute. Der ist echt nicht zu stoppen. Tja, Jumbo Joshi, was willst du, hä? Willst du Stress? Ah, komm, mit der riesigen Raupe, mit dem Bulldozer versuche ich es hier. Und hier hinten explodiert einfach gerade der Zug. Okay, alles klar. Da haut einfach so ein 20-Tonnen-Bulldozer einfach kurz weg. Als wäre es gar nichts, Leute. Ich würde sagen, das sollte das Video gewesen sein. Jumbo Josh ist auf jeden Fall mega, mega stark. Wollt ihr noch weitere Experimente mit ihm sehen, dann lasst unbedingt ein Like da. Ich würde sagen, bei 500 Likes kommt die nächste Folge. Tut mir den Gefallen. Ich unbedingt jetzt von diesen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao.